und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf Toofeas Welt. Wir machen heute ein Amazon Haul, weil ich bin aktuell nicht zu Hause, habe aber mir überlegt, ich möchte mit meinen Videos natürlich auch weitermachen. Und da ich jetzt nicht weiß, wie lange das alles so dauert, habe ich ein bisschen Sachen gebraucht. Unter anderem ein Stativ. Ich habe mir so ein Tischstativ, ein Teleskopstativ sozusagen, besorgt bei Amazon. Ich verlinke euch natürlich alles unten in die Videobeschreibung. Ich kann euch leider jetzt nur den Karton zeigen, denn ich nutze das Stativ gerade. Ich werde von dem Stativ und die Lampe, die jetzt später dann noch kommt, euch aber auf jeden Fall noch ein Bild machen und das mal hier mit einblenden. So, da seht ihr es hoffentlich mal ein bisschen. Ja, halt einfach eine Tageslichtlampe, die ich ein bisschen verstellen kann. Und wie gesagt, das Stativ, damit ich ein bisschen arbeiten kann. So, ja, also das habe ich mir gegönnt. Ich habe auch noch ein kleines Schwanenhalsstativ mit dabei, wenn ich ein bisschen näher rankommen möchte. Aber gerade um hier an dem Platz ein bisschen auch auf Entfernung filmen zu können, habe ich einfach dieses Tischstativ noch gebraucht. Na, weil zu Hause kann ich da meistens ein bisschen anders vorgehen als hier. Ja, also das war Nummer 1, was ich mir gegönnt habe. Und jetzt habe ich hier nochmal den Karton von der Lampe, die ihr jetzt auch vorhin auf dem Bild gesehen habt. Das ist eine dimmbare LED-Lampe, eine Tageslichtlampe. Man kann ein kühles Licht, man hat Tageslicht und man kann auch ein Warmweiß sozusagen als Licht einstellen und das auf verschiedene Stufen dimmen, finde ich ganz gut. Läuft auf 9,5 Watt und ja, ist recht einfach, ist recht simpel, hat ein ganz einfaches, schlichtes Design. Man kann, hier hat man Scharnier und da hat man Scharnier, da kann man die Lampe ein bisschen so hinbeugen, wie man das am liebsten möchte, finde ich sehr praktisch. Und ich bin damit echt zufrieden und der Preis ist auch ganz gut. Und die Lampe ist von Lepro. Okay, also erstmal zu den zwei Sachen, was ich so einfach noch gebraucht habe, wo ich dachte, okay, ich zeige es euch aber mal. Ja, dann habe ich noch ein paar Amazon-Boxen hier rumliegen, die wir jetzt auspacken. Ein bisschen Zeug ist schon ausgepackt, weil das mit dem Karton war von dem Stativ und. So. Und machen wir einfach mal auf. Unter anderem habe ich noch einen Koffer gebraucht, um Steinchen wegzusortieren von einem Bild, was ich hier machen möchte. Das ist allerdings das Problem, dass ich da nicht bedacht habe, dass das Bild 77 Farben hat und der Koffer ja nur 60 Döschen. Deswegen werde ich den Koffer dann vielleicht doch für etwas anderes nehmen. Aber wir gucken uns den Koffer trotzdem an, weil der hat mir sehr gefallen, weil er auch einfach mal ein anderes Motiv hat. Ich habe jetzt hier ein bisschen in die Folie reingeschnitten, aber zum Glück nicht in den Koffer. Finde ich sehr gut. Ja, wir haben hier so schöne, bisschen abstrakte Bäume mit auch recht bunten Laub teilweise. Und da musste ich jetzt kurz einen Schnitt machen, denn die Katze, ja, musste aufs Klo. Wir sind hier nämlich gerade in einem Zimmer nur zusammen, ich und Timien, deswegen muss ich mal ein bisschen gucken, dass die Katze nicht zu viel Lärm macht. Und ja, deswegen hatte ich ihn vorher auch abgefüttert und hat geschlafen. Jetzt ist er wach, aber ich hoffe mal, er fängt nicht an, irgendwie rumzumaunzen oder so. Weil ansonsten ja, werden wir dann noch ein bisschen rausgehen, wenn er noch ein bisschen frisch luft. Gut, kommen wir zurück zu dem wunderschönen Koffer. Ja, ich habe mir ein paar Bilder mitgenommen.
eins ist ja schon ordentlich wegsortiert, das andere habe ich auch im Koffer dafür. Und dann dachte ich, hey, eins habe ich noch mitgenommen, was unbedingt angeboxt werden muss. Deswegen habe ich mir eigentlich den Koffer bestellt. Aber das Bild hat 77 Farben und hier haben wir 60 Döschen. Wird ein bisschen knapp, aber ganz ehrlich, ich habe so viele schöne weitere Bilder zum Painten, die noch abgekittet werden möchten. Deswegen ist der Koffer ja nicht verloren. Und wie gesagt, mir hat einfach die Farbe sehr gut gefallen, also das Design, dass ich gesagt habe, ja, der wird es. Und wir gucken mal rein. Wir machen mal leer. So, Knisterfolie ist weg. Und er ist auch wirklich wieder so richtig schön weich und samtig wie die anderen schönen Motivkoffer. Finde ich richtig schön. Wir haben auch wieder den schönen Reißverschluss, den schönen stabilen, wie wir ihn auch kennen. Es sind auch wieder zwei Wegezipper. Und wir haben auch den schönen Griff, den man noch ein bisschen ausziehen kann. Ja, und die sind ja schön robust. Die finde ich halt wirklich von der Qualität her einfach mega, diese tollen Koffer. Deswegen kann ich davon nicht genug haben. Und ja, das Design gefällt mir echt gut. Sieht übrigens von hinten genauso aus. Timchen, nein. Ja, wir werden dann wirklich mal ein bisschen rausgehen müssen. Okay, wir gucken mal. Was haben wir hier so Schönes drin? Wir haben unsere Döschen. Wir haben insgesamt 60 Döschen. Von diesen, ich glaube, in so ein Döschen passen 1000 bis 1200 Steinchen ungefähr rein. Finde ich richtig gut. Da passt nämlich ein bisschen was rein. Und diese Schraubdöschen sind für mich einfach echt ideal. Kann man mit dem Edding gut draufschreiben. Oder auch einfach seine Sticker, wenn man für einen Stickermaker oder halt schon Bilder sich bestellt, wo Sticker mit dabei sind, kann man die super draufkleben. Ja, ne? Wir haben auch die Döschen wieder in so einem Schaumstoff. Das heißt, man kann auch den Schaumstoff rausstellen und sich nur den Schaumstoff mit auf den Tisch stellen, falls der Koffer dann in dem Moment zu groß ist. Und wir haben noch viel mehr dabei. Und zwar haben wir hier ein schönes Mesh-Tütchen, wo ein paar Sachen drin sind. Und ein schönes großes Schiffchen. Und zwar in dieser Herzform. Gibt es ja in drei verschiedenen Größen, ne? Und manchmal ist es auch wie bei so Matroschka-Puppen dann hier so ineinander gestapelt. Hier in dem Fall haben wir die größte Größe, ist das glaube ich, in Pink. Und die finde ich eigentlich sehr cool und sehr praktisch. Und dann haben wir noch eine rote Mesh-Tüte, wo natürlich auch ein bisschen Zeug drin ist. Und wir gucken mal, was für schöne Sachen da noch mitgeliefert wurden. Und zwar haben wir, fangen wir mal an, unsere rote Mesh-Tüte. Also solche Tüten finde ich ja immer total praktisch und ich brauche die immer für meine Steinchen. Gerade wenn ich mal so die Bilder ein bisschen wegsortieren möchte, sind die sehr gut. Also nicht die Bilder, sondern die Steinchen von den Bildern, wenn ich die noch nicht irgendwie ins System einsortiere. Aber da habe ich die dann immer gut drin, gerade wenn ich so Zipptütchen habe und Bilder mit nicht so vielen Farben. Die pinne ich auch mal aus Zipptütchen und dann habe ich die meistens in so einer Meshtüte drin. Geht immer sehr, sehr praktisch. Dann haben wir Wachs dabei und zwar in diesen schönen Döschen. Und da sind ganz schön viele von diesen Wachsplatten drin. Eine ist hier noch in der Dose drin und vier weitere. Und insgesamt haben wir zwei Döschen. Zwei Döschen mit insgesamt sozusagen 10 Wachsplättchen. Ganz tolle Sache. Für mich als Katzenbesitzer sind so Wachsdöschen immer das absolut Beste. Muss ich einfach sagen, ist top. Ich habe mein Wachs immer nur noch in Döschen drin, weil wenn Timmy mal irgendwas runterhaut, spielt er nur mit dem Döschen und nicht mit dem Wachs, was dann im Dreck landet. Und ja, sobald es im Dreck ist, ist es für mich einfach nicht mehr zu verwenden. Wir haben auch drei Stifte dabei. Voilà. Ich schmeiße erstmal mit Stiften um mich. Und zwar sind das diese einfachen Stifte, die ja auch in den normalen Toolkits mit dabei sind, in rosa. Vorne mit Einzelsätze und hinten
haben wir verschiedene Mehrfachsätze. Einen Dreiersätze, einen Sechsersätze und einen Neunersätze. Finde ich ganz gut, ist sehr praktisch. Ich nutze diese Mehrfachsätze nicht, denn diese etwas transparenten sind mir zu breit. Ich nutze immer die weißen, die sind einfach schmaler und am meisten auch nicht mehr als ein Vierersätze. Aber das ist einfach für mich eine Macke, weil ich mit denen einfach nicht so gut klarkomme. Und ihr wisst, ich bin einfach in der Hinsicht ein Monk. Wir haben eine Plastikpinzette dabei. Die Plastikpinzetten finde ich jetzt nicht so praktisch, aber besser als gar keine. Ne? Gerade wenn man einfach bloß mal ein Steinchen abnehmen möchte oder ein Katzenhaar, ein Fluse oder was auch immer, ist das mal ganz praktisch. Und diese ist auch passend in rosa gehalten. Habe ich so noch nicht gesehen, aber ist eigentlich ganz cool. Dann haben wir ein Tütchen mit mehreren Zipptütchen mit dabei. Kann man auch immer gebrauchen. Haue ich auch nicht weg. Die hebe ich auf. Oft werde ich mal gefragt von Freunden, die halt auch beenden, ob ich so ein paar Tütchen habe. Und die gebe ich dann natürlich weiter. So, und dann haben wir hier noch drei Sachen. Wir haben noch einmal so einen Schieber, um zum Beispiel Steinchen gerade zu schieben. Oder, also ich nutze das nicht, um Steinchen gerade zu schieben. Aber zum Beispiel, wenn ich mal die Folie von dem Bild abrolle, dann tue ich die Oberfolie. Egal, ob das jetzt transparente Folie ist, wie bei einem doppelseitigen Kleber oder doppelseitigen Klebeband, nutze ich einfach, um dann die obere Folie damit wieder gerade auf das Bild draufzulegen. Finde ich echt praktisch und ja, liegt auch gut in der Hand. Würde ich jedem raten, so ein Ding irgendwo in seinem Stash zu haben. Dann ist noch ein schönes, großes, weißes Schiffchen dabei. Diese Schiffchen liebe ich ja. Die sind wirklich richtig schön groß, liegen super an der Hand. Wir haben einen schönen Trichter zum Ausschütten. Und die sind, auch wenn sie gerade sind und nicht irgendwie verformt, legen sich die Steinchen richtig gut in den Schiffchen. Deswegen, von den großen habe ich schon einige und immer wenn ich da mal eins irgendwie mitbekomme, ob jetzt so einen Koffer oder sonst wie, die hebe ich immer auf, weil ich die einfach mega praktisch und gut finde. Dann haben wir hier noch ein paar Sticker. Ein paar Labelsticker für die Döschen. Auch immer sehr gut und sehr praktisch. Das sind, glaube ich, 60 Stück. Und wir haben einen Trichter. Und zwar ist das so ein Pop-Up-Trichter. Wir holen ihn mal raus, machen nochmal leer. Ist eigentlich schön flach und wenn wir ihn brauchen, kann man den schön auseinandernehmen. Das Schöne ist bei diesem Trichter, der ist mal nicht irgendwie verformt, sondern der ist ordentlich. Ich hatte schon ein paar Mal welche, die waren einfach, da war das Silikon so verformt, dass wenn man ihn auseinander gemacht hat, der einfach bloß ja, ziemlich nudelig war. Der hat eine schöne Form, finde ich auch gut und auf den werde ich auch aufpassen, dass der nicht irgendwie sich verformt, weil ja, so verformt kann man ja die Sachen dann auch nicht ganz so gut gebrauchen. Nee, tolle Sache, freut mich. Ne? Also der Koffer ist wirklich, finde ich, für mich was richtig Tolles und ich freue mich. Und die Sachen, die so ein bisschen mit dabei waren, sind auch echt tolle Sachen, die man echt gut gebrauchen kann. Tun mal alles wieder rein. Aufräumen tue ich dann später. Also alles in sich verräumen. Jetzt legen wir das einfach mal zur Seite. Dann habe ich hier noch einen Karton. Noch eine Sache, die nicht ausgepackt ist. Und wir schauen mal rein. Hier müsste ein Bild drin sein. Ich habe einfach gedacht, okay, wenn ich mir jetzt ein bisschen was bestelle, ich hatte einfach Lust, ein bisschen was zu bestellen. Und ich gebe mir ja immer ungefähr so ein bisschen einen Betrag vor, was ich so im Monat ausgeben kann. Dann dachte ich mir, ja, ich bestelle mir ein bisschen was, damit ich auch ein paar Bilder habe, die ich dann hier lassen kann, wenn ich mal hier bin. Und dachte ich mir, ja, hast auch gleich was zum Unboxen und zum Zeigen. Und da haben wir hier ein Bild. Und zwar ist das ein Buddha-Bild mit einer Blume. Und in einem anderen Paket war auch noch mal ein, in einem anderen Paket war noch mal ein Bild drin. Und beide Bilder sind von Boginal oder Bogimal. Ich
ihr das auch nochmal. Die Kartons sind beide ein bisschen unterschiedlich. Die Größe ist ungefähr 40 x 50 cm. Und ich würde sagen, wir gucken da einfach mal rein. Das eine ist so eine schöne Eule. Ich weiß nicht, ob ihr was erkennt. Und das ist der Buddha mit der Blume. Der hat mir einfach gerade aktuell so gut gefallen, dass ich mir den einfach mal mitbestellt habe. Aber wir gucken uns zuerst die Eule an. Ihr wisst, ich bin ein absolut verrückter Eulenfan. Und deswegen Eule zuerst. Eulen gehen halt immer. So. Das reicht ja, wenn ich hier ein bisschen aufgerissen habe. Mehr braucht man ja nicht. Auf unseren Karton haben wir hier hinten noch mal eine kleine Gebrauchsanleitung, was alles mit so dabei ist. Es ist alles in Englisch. Ja. Und die Größe 35 x 45 cm steht hier. Hier bei dem steht 40 x 50. Wir gucken mal, ob beide gleich sind. Also der. Das scheint dann halt größer zu sein, weil hier steht 14 Zoll und da steht 16 Zoll. Ich bin mal gespannt. Vielleicht ist ja beide, sind ja beide gleich groß, weil vielleicht bei dem einen von der Leinwandgröße ausgegangen wird und bei dem anderen eventuell von der Klebefläche. Wir lassen uns überraschen. So, das Bild ist extra nochmal verpackt. Voilà, erstmal alles wieder an der Seite. Ist extra noch mal verpackt hier in ein bisschen Folie. Machen wir noch mal lärm. Und das ist unsere Eule. Ich bin mal gespannt, ob man da überhaupt irgendwas erkennt. Okay, da muss ich sagen, bin ich irgendwie doch ein bisschen enttäuscht, weil man erkennt nicht viel. Es ist sehr dunkel gehalten und ich hätte eher gedacht, dass man es. Ja, das Drumherum um die Eule einfach besser erkennt und ich weiß auch nicht, ob es gepaintet besser aussehen wird. Unsere Leinwandgröße ist mit 40 x 50 angegeben. Wir messen mal. Unsere Klebefläche ist aber wie auf dem Karton zu sehen war ungefähr 35 cm, 34 cm mal 30 und ja 43,5 cm ungefähr. Die Leinwand ist schön weich, das muss ich auf jeden Fall mal sagen. Der Anbieter steht auch noch mal oben rechts in der Ecke. Und links haben wir eine kleine Legende. Man erkennt alles recht gut. Wir haben auch die DMC-Nummern mit dabei. Was ich sehr schön finde. Wir haben runde Steinchen, aber einen eckigen Druck. Das ist aber nicht schlimm. Der Druck sieht ganz gut aus. Kann man nichts sagen. Aber die Auflösung, die Umsetzung gefällt mir nicht ganz so, weil einfach auch die Augen, finde ich, ganz schlecht rauskommen. Ja, finde ich jetzt nicht so praktisch. Ich guck mal so. Sah das Bild aus und ich finde von den Schuppen und so, da haben wir einfach bloß einzelne Punkte und auch hier dieses etwas auf der Brust, diese keltischen Verwebungen kommen nicht so aus, wie sie sollen. Aber das liegt halt auch bestimmt einfach mit an der Größe. Trotzdem hätte man es vielleicht doch ein bisschen besser pixeln können oder von der, ja, einfach ein bisschen mit etwas mehr Farben als 18 Farben doch ein bisschen besser umsetzen können vom Pixeln her. Vielleicht werden wir das Bild aber trotzdem mal painten. Ich werde es auf jeden Fall hier lassen. Ich werde öfter hier sein und da habe ich dann immer, ja, jedenfalls was zum Painten da und dann gucken wir mal, ja, wie das dann vielleicht mal rauskommt. Was war noch so mit dabei? Runde Steinchen in Mehrweg oder in Einwegtütchen,
ne, in diesen Strängen, wie wir es auch kennen. 18 Farben. Die DM Cinnamon stehen mit auf den Farben drauf. Das finde ich sehr gut. Und wir haben ganz viel 939 und keine 310. Aber finde ich ganz gut. Die Steinchen packe ich jetzt mal nicht aus. Wie gesagt, kennen wir ja meistens, sind Acrylsteinchen, sind recht einfach gehalten. Was wir uns aber angucken, ist das Toolkit, was hier mit dabei ist. Da ist ganz schön was mit dabei. Wir haben auf jeden Fall ein paar Zipptütchen mit dabei. Nicht ganz so viel, aber trotzdem eine gute Handvoll. Wir haben zwei Wachsplättchen mit dabei. Zwei grüne Squishies. Ich mag ja grün, finde ich echt schön. Wir haben zwei Mehrfachsätze, einen Sechsersätze und einen Dreiersätze. Zwei Stifte, und zwar diese etwas milchig transparenten mit einem Glitzer drin. Die finde ich immer ganz cool. Dann eine, ja, lommelige Metallpinzette. Von denen halte ich ja nicht so viel. Aber wie gesagt, wenn man gar nichts hat, besser als nichts. Muss man halt auch wirklich sagen. Und wir haben zwei grüne Standardschiffchen, die vorne zu sind. Ja, recht einfaches Toolkit, aber dafür sehr viel. Ne? Also wir haben immerhin Squishies, wir haben Mehrfachsätze. Allerdings würde ich sagen, lieber ein Schiffchen, dafür vielleicht ein Mosfa-Schiffchen oder mindestens mit Trichte. Und die Pinzette, ja, ist einfach, wenn man so eine einfache schwarze Pinzette hat, die ist einfach noch mal ein Stückchen besser, finde ich. Aber trotzdem, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, muss ich mal sagen. Ja, ansonsten das Bild. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich werde mal gucken. Vielleicht kommt es ja besser raus als gedacht. Aber ich denke mal, mit ein bisschen mehr Farben gepixelt würde es echt besser aussehen, weil wir haben hier wirklich sehr viel A, was die 939 ist, und auch teilweise in den Augen zu viel mit drin, so dass die Augen wahrscheinlich sich gar nicht vom Rest so wirklich abheben werden. Okay, wir wickeln es mal wieder zusammen. So. Und räumen es zur Seite. Kommen wir zum nächsten Bild von der Firma. Wie gesagt, gleiche Firma, aber trotzdem eine andere Verpackung. Und das vorherige Bild wurde mit 14 Zoll angegeben, dieses mit 16 Zoll. Und wir sind mal gespannt, wie dieses Bild jetzt dann hier rauskommen wird. Bei diesem Bild hoffe ich mir, dass es dann auch ein bisschen besser gepixelt ist. Ja, erstmal machen wir Lärm. Das hier ist unser Buddha mit der Blume. Da nochmal die Größe, wie bei dem anderen Bild auch. Eine kleine Instruction auf Englisch, was alles dabei ist. Und wir holen mal alles raus. Ich habe wieder viel zu kurze Fingernägel. Ihr merkt schon, ich erzähle wieder lustiges Zeug. In dem Fall haben wir auch hier bei dem Bild mehr Farben und hier bei dem Bild haben wir 30 Farben. Und ich finde, hier sieht auch der Druck noch mal viel, viel besser aus. Also vorher war der Druck ja nicht schlecht, aber hier bin ich gerade ein bisschen mehr überzeugt davon, was wir haben. Ja, und das sieht schon eindeutig viel besser aus. Ne? Also man erkennt jetzt schon ein bisschen am Druck, was es werden soll. Und es liegt auch einfach daran, dass wir einfach ein bisschen mehr Farben haben. Ne? Und schon einfach mal mit 18 Farben mehr gepixelt, ne, mit 12 Farben mehr gepixelt, kommt halt doch schon ein besseres Ergebnis raus. Und ich denke mal, das wird auch ein schönes Bild. Auch hier haben wir wieder runde Steinchen. Sind Acrylsteinchen, sehen aber ganz gut aus. Auch hier stehen auf den Einwegtütchen die DMC-Nummern mit drauf und auch unsere Item-Nummer, die mit hier unten auf dem Bild draufsteht. War bei dem anderen Bild übrigens genauso.
Unser Toolkit sieht hier ein bisschen anders aus. Die Zettel ist die gleiche, aber wir haben schönere Schiffchen dabei. Und zwar von diesen weißen, diese kleinere Variante mit Trichter. Die finde ich ganz okay. Den kann man gut arbeiten. Und vor allen Dingen auch zwei Stück. Sind recht gut. Auch wieder ein paar Zipptütchen. Auch wieder zwei Squishies, diesmal in Blau. Und zwei Stifte. Die Stifte sind diesmal auch milchig, transparent, allerdings ohne Glitter. Mit Einzelaufsetzern. Und wir haben aber auch zwei Mehrfachsetzer dabei von der breiten Sorte, einen Dreier- und einen Sechselsetzer. Ein etwas deformiertes Wachsblättchen, aber das ist ja nicht schlimm, kann man trotzdem gut verwenden. Von der Größe her absolut ideal. Und wieder diese einfache, doch sehr weiche Metallpinzette. Okay, also auf das Bild freue ich mich schon, das gefällt mir echt gut. Ich hole euch noch mal ein bisschen, ich hole das Bild mal ein bisschen näher ran, dass ihr euch mal den Druck anschauen könnt. Ja, also der Druck sieht wirklich super aus. Kann man gar nichts sagen. Tolles Bild. Freut mich. Ne? Im Gegensatz zur Eule bin ich damit mehr als zufrieden. Was wir aber machen wollten, wir wollten mal messen, wie groß hier das Bild ist. Okay. Da haben wir wieder die 34 cm mal die 43 wahrscheinlich. Ja, 34 mal 43,5 und ja, ist halt ein bisschen komisch, ne, dass man einmal angegeben hat die Leinwandgröße und einmal die Klebegröße. Aber wie gesagt, mir reicht das aus. Ich bin eh davon ausgegangen, dass beide Bilder 40 mal 50 in Leinwandgröße sind. Okay. Was habe ich noch zum Zeigen? Noch eine ganze Menge. Wir tun das mal wieder ein bisschen einschlagen. Und zur Seite. Die Toolkits lasse ich jetzt einfach an der Seite liegen, denn die hebe ich für mich selber nicht auf, außer die Zipptütchen. Den Rest gebe ich dann einfach weiter an Leute, die die Sachen gebrauchen können. Ich habe mir zwei von diesen Sets bestellt. Und zwar ist hier dabei, ich mache ein bisschen Lärm, ist eine ganze Menge dabei. Und zwar haben wir hier wie in der Art Zipptütchen, allerdings in Silber und mit so einem, ja, Haken zum Aufhängen. Man kann die auch ganz normal aufmachen, wie so Zipptütchen. Ja, und auch wieder zu. Finde ich sehr gut, denn ich bin ja jetzt hier und wenn ich mal ein Bild fertig mache, möchte ich ja trotzdem meine Reststeine irgendwie, die ich in Koffern habe, wegräumen können. Und das werde ich hiermit machen. Und deswegen gibt es diese Ringe dazu. Insgesamt habe ich von diesen Tütchen pro Bestellung 100 Tütchen. Und insgesamt 5 Ringe, 10 von diesen Ringen. Na, da kann ich sozusagen an einen Ring dann 10 Tütchen machen oder auch mehr, wenn ich möchte, kann man sich dann aussuchen. Dabei waren von den weißen Schiffchen insgesamt noch 6 Schiffchen. Finde ich nicht schlecht, gerade so zum Umfüllen. Mein Gott, wieso nicht? Ich selber werde sie nicht brauchen. Und was wir noch dabei haben, sind natürlich Sticker, die man auf die Tütchen machen kann, wo wir dann unsere DMC-Nummer draufschreiben können. Unwahrscheinlich, ob es runde oder eckige Steinchen sind. Ich werde das nutzen, wenn ich hier bin, einfach um meine Reststeine ordentlich schon mal ein kleines bisschen vorsortieren zu können. Und da dachte ich, ist das einfach die beste Variante. Ich habe mir 2 Sets bestellt, also insgesamt 200 Tütchen. Und muss sagen, bin damit recht
glücklich und happy. Ja. Und dass auch gleich runde Sticker mit dabei sind, vor allen Dingen so schöne große Runde, finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr praktisch. Okay, auch das werde ich jetzt zur Seite räumen. ich wollte euch nochmal zeigen, wie das dann aussieht, wenn man das dann zusammenfriemelt. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Tütchen hier raus. Ich sage, das sind diese Ringe. Die kann man so auseinander machen. Geht manchmal ein bisschen schwer am Anfang, das ist aber normal. Da kann man dann seine Zipptütchen wieder aufhängen. Und sie sind gut wegsortiert. Ja, und das kann man sich dann auch vielleicht notfalls irgendwo hinhängen. Okay, so viel dazu. Kommen wir jetzt zu den letzten zwei Sachen. Das hier sind nochmal so Meshtüten. Ich glaube, das sind 10 Stück. Genau, 10 Stück in verschiedenen Farben. Habe ich mir auch bei Amazon bestellt. Ja, das ist alles, was ich hier heute zeige, ist Amazon. Links stelle ich euch unten in die Videobeschreibung, wie gesagt, rein. Und um gewisse Sachen wegzusortieren, finde ich die Meshtüten sehr toll. Die übrigens einmal in Folie kommen und, jeweils 5-mal extra nochmal abgepackt sind. Sozusagen 5 verschiedene Farben. Einmal ein hellblau, dann so ein mintgrün, ein beige, ein grau und ein blau. Die anderen 5 sind in denselben Farben. Ja, das sind wie vorhin auch bei dem Koffer mit dabei. Einfach so Meshtütchen im A5-Format. Da kann man halt wunderbar ein bisschen Zubehör, Steinchen und wegsortieren und wegpacken. Und damit ich hier alles ein bisschen dann, was ich mindestens hier habe, ein bisschen sortiert habe, habe ich mir einfach da nochmal 10 Stück bestellt. Und bin damit echt happy. Vor allen Dingen, weil es einfach mal auch ein bisschen andere Farben sind. Finde ich ganz gut. Passt jetzt ein bisschen zum Herbst, so ein bisschen gedecktere Farben. Eigentlich ganz gut. Nur wie gesagt, auf so viel Müll hätte man ein bisschen verzichten können. Okay, was haben wir noch? Ihr seht es hier. Also ist eine riesengroße Mappe. Und zwar ist das eine A2-Mappe. Eine A2-Mappe mit solchen Inlays. Und ich hatte ja schon solche Mappen schon mal gezeigt gehabt. Ich muss bloß mal kurz ein bisschen Platz machen. Das zweite Stativ kurz wegschrauben, damit man es richtig aufmachen kann. Ja, wenn ich das jetzt so aufschlage, ist es erstmal riesig. Und wir haben hier, glaube, 40 von diesen Folien, wo wir Bilder reintun können. Und zwar ist das Schöne, warum ich mir jetzt mal eine Mappe nicht nur in A3 bestellt habe, sondern auch in A2. Weil in A2 dürften wir die Bilder, die 40x50 sind, die ich euch vorhin zum Beispiel gezeigt habe von der Größe, perfekt hier reinbekommen. Und das probieren wir jetzt gleich. Hier haben wir unsere Eule. Und dann gucken wir mal. Die passt perfekt dann auf jeden Fall da rein. Ist sogar fast ein bisschen kleiner, als wir brauchen. Aber das ist ja nicht schlimm. Deswegen machen wir uns noch ein bisschen Platz. Und schieben die dann mal hier mit rein. Super perfekt. Und da wir ja 2 Bilder haben, läuft das zweite Bild auch gleich. Und schon ist es ein bisschen aufgeräumt. Und das finde ich halt das Gute an der Sache. Ich wollte halt hier ein bisschen was haben, wollte aber auch gleich ein bisschen was haben, damit ich das ordentlich wegsortieren kann, damit hier nicht so viel Zeug von mir rumliegt. Und so eine Mappe, die kann man halt doch mal irgendwo schnell mal in eine Ecke stellen. Man kann ja auch kleinere Bilder hier reinmachen, das ist ja dann kein Problem. Hauptsache die Bilder, die hier sind, gerade wenn es kleinere Bilder sind oder bis 50x40,
ja, dass ich die halt schön hier drin habe. Dann passt das alles ganz gut. So, und schon ist der Butter auch mit weggeräumt. Ich habe noch ein paar andere kleine Bilder mit, die ich schon angefangen habe. Die werde ich dann auch mit hier reinsortieren. Und dann habe ich hier ein bisschen vor Ort auch alles ein kleines bisschen aufgeräumt. Und nicht bloß die 30x40, sondern auch die 40x50 Bilder. Finde ich sehr gut. Ist halt sehr groß, aber ich finde es top. Und man kann sich hier auch noch ein schönes Deckblatt reinmachen. Da denke ich, werde ich auch mal bestimmt demnächst eine gute Idee haben, was ich damit machen würde. Und wenn ich das dann habe, dann zeige ich es euch. Okay, ich hoffe, dieses kleine chaotische Video hat euch einigermaßen gefallen. Ist jetzt vielleicht vom Ton her nicht so perfekt, weil ich habe hier im Raum ein Gerät, was ziemlich summt. Das Summen wird man garantiert hören. Mein Timmchen ist mit hier im Raum und ja, es ist alles noch ein bisschen ungewohnt. Ich muss auch erstmal sehen, wie ich das hier mache mit den Videos. Aber ich dachte mir, es wird mir gut tun, ein bisschen Videos zu machen. Und auch wenn es jetzt ein bisschen anders ist als sonst gewohnt, hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr mit dabei wart. Und falls euch die ein oder andere Sache gefallen hat, ihr wisst, alles steht unten in der Infobox unter dem Video, wo ihr was bekommt. Und bis dahin, ihr Lieben, ciao!